dem Kirchplatz in Schruns, da während des Europäischen Olympischen Jugendfestivals in Medals Plaza umgetauft wurde, fanden alle Siegerehrungen inklusive Flaggen und Hymnen für den besten Athleten statt. Am ersten Tag wurden den Gewinnern der Langlaufbewerbe in Steg in Liechtenstein in der klassischen Technik bei den Burschen und Mädchen, weiblichen und männlichen Snowboard-Cross-Bewerbe auf Sebliger, der nordischen Kombination der Burschen in Schaguns sowie Gaschurm und dem Riesentorlauf in Malbun ihre Medaillen feierlich überreicht. Auf dem Medals Plaza herrschte viel Jubel und eine besondere Atmosphäre. Besonders beim Abspielen der Nationalhymnen kam Gänsehautstimmung auf. Die Österreicher präsentierten sich zwar als perfekte Gastgeber, bei den Bewerben schlugen die Athleten dennoch zu. Samuel Mraz aus Klagenfurt holte die Bronzemedaille in der nordischen Kombination. Der Sulzer Fabian Hartmann schlug bei den Snowboardcrossern mit Silber zu. Und der Bartholomäberger Pascal Fritz sicherte sich mit 2 verwegenen Läufen im Riesentorlauf die Goldmedaille. Der Jubel war grenzenlos, als der Montafoner aufs oberste Treppchen kletterte. Für alle Teilnehmer war die erste olympische Medaille ein besonderer Moment. Doch für die Österreicher war die Siegerehrung vor heimischem Publikum besonders emotional. Ja, ich glaube, das muss man nicht sagen, dass das einfach unbeschreiblich ist. Es ist extrem geil, wenn da Familie und Verwandte da sind, wo irgendwo jetzt da im Hintergrund stand. Geil. Es ist unglaublich. Ich glaube, da die richtigen Worte zu finden, ist schwer. Das ist einfach, wo ich da gestanden bin und die Medaille um den Hals gekriegt habe. Ja, das sind Gefühle, die kann man gar nicht in Worte fassen. Die beiden äußerst sympathischen Sportler haben aber noch nicht genug und sind jetzt erst auf den Geschmack gekommen. Für den Teambewerb rechnen sich die Vorarlberger einiges aus. Beim Teambewerb haben wir noch einmal angegriffen, aber das ist Konkurrenz jetzt noch. Immer noch da, die schlaft nicht. Also die Franzosen haben 2 aufs Treppel gebracht, die Deutschen haben 2 aufs Treppel gebracht. Also wird mal schauen, was sich so ausgeht immer. Jetzt habe ich sicher Hunger gekriegt auf mehr, aber ich möchte jetzt da mit einer Medaille in Erwartung ins Rennen gehen. Ich möchte gleich wie heute locker Skifahren und vielleicht schaue die eine aus und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich habe ja schon eine goldene. Im Anschluss an die offizielle Siegerehrung spielte die Band MacDriver groß auf und begeisterte mit ihren Covern von Rockklassikern.